steht Oakley für Sonnenbrillen? Ich sehe, Sie haben jetzt eine Skibrille in der Hand. Was kann die denn? Ja, wir haben nicht nur Skibrillen, sondern wir haben auch Snowgoggles. Das Besondere an der Brille eigentlich ist, dass die Scheibe außen auf den Rahmen aufgesetzt ist. Und dadurch habe ich einfach ein größeres Sichtfeld, weil der Rahmen nicht über die Scheibe drüber reicht und ragt. Und somit einfach das Sichtfeld deutlich größer wird, deutlich geöffnet wird. Und ich habe einfach ein weiteres, breiteres Spektrum, das ich mit einem Blick quasi abschweifen kann. Das rote Glas, hat das jetzt eine bestimmte Funktion? Ja, das ist unsere Prism-Scheibentechnologie. Die Technologie gewährleistet eine höhere, stärkere Kontrastwahrnehmung. Also ich sehe die Kontraste auch bei ganz diffusem Licht, wenn es zum Beispiel komplett bedeckt ist, schneit, neblig ist, sehe ich trotzdem noch die Kontraste besser als ohne Brille oder als mit einem vergleichbaren anderen Mitbewerber. Bei Skibrillen ist ja immer dieser Lüftungseffekt sehr wichtig. Was hat die Brille da zu bieten? Es sind unterschiedliche Lüftungsbereiche, hier oben zum Beispiel oder auch hier unten in dem Bereich, wo die Brille be- und entlüftet wird, weil es ist nicht nur die Belüftung wichtig, sondern auch die Entlüftung, dass die feuchte Luft, die in der Brille drin ist, durch Schwitzen und so weiter, aus der Brille raustransportiert wird. Ist natürlich dann auch im Zusammenspiel mit dem Helm wichtig, dass dann auch trotzdem die Belüftung noch funktioniert, weil die Helme natürlich die Belüftung oben abdecken. Deswegen muss da ein Zug, ein Wirbel entstehen. Garantieren wir auch mit unseren Helmen. Und wie gesagt, deswegen ist die Be- und Entlüftung wichtig. Also von oben kommt sie rein, unten wird sie abgelenkt. Umgekehrt. Von unten kommt sie rein, wird nach oben abgelenkt. Genau, so rum. Wir haben bei allen unseren Goggles seitlich Aussparungen drin, damit man auch Brillen drunter tragen kann. Also Korrektionsbrillen drunter. Wir haben innen drin genügend Raum, damit die Brillen Platz haben. Also auch Brillenträger haben die Möglichkeit, die ganz normalen Brillen bei uns zu tragen, ganz normalen Goggles bei uns zu tragen. Das ist gut, ja. Darf ich mal aufsetzen? Gerne. Jetzt mal so. Wirkt trotzdem relativ neutral, auch wenn es rot ist, muss ich sagen. Genau. Gut, schön. Und wie gesagt, wenn man dann in den Schnee rausgeht und in einem weißen Umfeld ist, dann sieht man die Kontraste noch deutlich stärker und auch in einer größeren Entfernung, was beim Skifahren, Snowboarden extrem wichtig ist. Dass ich früh die Kontraste oder früh die Hindernisse, Buckel oder was auch immer erkenne und dadurch auch dementsprechend reagieren kann. Sieht jetzt sehr edel aus, muss ich dafür bezahlen? Die geht bei 190 Euro, je nachdem, was von einer Scheibe, was von einer Version, aber so 190 Euro circa geht. Okay.